Hey, wir sind Elena und Jana von MTP Nürnberg und wir beschäftigen uns mit Marketing zwischen Theorie und Praxis. Unser Projekt dieses Semester ist ein Startup Crawl, ein Event, bei dem wir zusammen mit 30 Studenten zu coolen Nürnberger Startups ins Office gehen. Leider mussten wir das Event verschieben. Stattdessen haben euch die Jungs von Euride ein paar Fragen von uns beantwortet. Schaut rein! Hi, ich bin Malte und das ist das Team Euride. Die Auslastung der Autos in Deutschland liegt etwa bei 1,3 Personen pro Fahrzeug. Im Pendelverkehr ist diese sogar noch schlechter. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dies zu verändern und dafür eine Carpooling-App entwickelt. Nachdem wir festgestellt haben, dass viele bereit sind, ihre Fahrt zu teilen, nur die momentanen Angebote viel zu statisch und zu wenig flexibel sind, haben wir uns dazu entschlossen, das Carpooling gemeinsam mit der Navigation zu verbinden. Das Prinzip ist dabei ganz einfach. Jeder Fahrer gibt beim Start sein Ziel ein, so wie man es von klassischen Navigations-Apps auch gewöhnt ist. Und sobald die Fahrt beginnt, sucht Euride nach passenden Mitfahrern. Findet Euride einen, wird es dem Fahrer vorgeschlagen und für beide ein gut erreichbarer Treffpunkt ausgewählt, sodass die Fahrt dann weiter zusammen fortgesetzt werden kann. An Euride arbeitet derzeit ein fünfköpfiges Team aus Ingenieuren, Entwicklern und BWLern. Wie jetzt unser Alltag sich durch Corona verändert hat und was das für Auswirkungen auf unser Planning in diesem Jahr hat, erklären euch nun Johannes, Julian, Nino und Niklas. Prinzipiell hat sich in unserer Arbeitsweise gar nicht so viel verändert, da das Team deutschlandweit verteilt wohnt. Das bedeutet, einige von uns sind in Erlangen, andere in Hamburg oder Berlin. Und somit haben wir im Voraus schon recht viel remote zusammengearbeitet und uns auch untereinander in Videocalls abgesprochen. Kundentermine oder Partnertermine können wir natürlich nicht persönlich wahrnehmen. Nichtsdestotrotz versuchen wir diese über Telefonate oder auch Videokonferenzen durchzuführen. Das bedeutet, die Auswirkungen von der Corona-Krise halten sich in unserer Arbeitsweise relativ in Grenzen. Allerdings sind die Einschränkungen im Alltag doch schon deutlich zu spüren. Und wie sich die Zeit jetzt auf unser Geschäftsmodell und auch auf die Planung im Jahr 2020 auswirkt, das erzählt euch jetzt Julian. Im Gegensatz zu der Arbeitsweise von uns hat das Coronavirus definitiv Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell. Wir hatten geplant, zum 1.6. mit unserer Mitfahrplattform zu starten. Und wie man sich sicherlich vorstellen kann, mag in der aktuellen Situation mit den Ausgangsbeschränkungen etc. ja keiner gerne bei fremden Menschen mitfahren oder eben fremde Menschen mitnehmen. Und das wäre sehr, sehr schädlich gewesen, wenn wir in dieser Situation gestartet wären. Wir hatten unser ursprüngliches Startdatum angesetzt am 1.6. diesen Jahres. Und was wir jetzt gemacht haben durch die Situation, ist das Startdatum einfach verlegt, nämlich in den Herbst diesen Jahres. Hat aber mit dem eigentlichen Business wenig zu tun. Das heißt, wir haben unser Geschäftsmodell prinzipiell nicht komplett verändert. Wir haben nur den Launch im Prinzip verzögert. Das Geschäftsmodell an sich, dass Fahrer Mitfahrer mitnehmen können und dafür Geld bekommen vom Mitfahrer, wir einen gewissen Anteil an Provision bekommen, das bleibt völlig gleich. Jetzt erzählt euch der Nino noch ein bisschen was zur Entwicklung. Hallo zusammen, ich bin Nino, ich bin der Hauptentwickler von Euride. Zu der Frage, wie Corona unsere Arbeitsweise verändert hat, kann ich wie meine Kollegen eigentlich nur sagen und vor allem im Entwicklerbereich nahezu gar nicht. Wir haben bereits vor der Krise gemeinsam entschieden gehabt, dass wir maximal remote arbeiten möchten und dementsprechend die richtigen Strategien schon von vornherein gehabt, um mit so einer Situation, wie sie jetzt aktuell besteht, umgehen zu können. Hoffentlich hat dir unser kleiner Einblick gefallen in unser Corona-Leben und folge uns doch gerne auch bei Facebook und Instagram. Da sind wir nämlich vertreten und halten dich auch immer auf dem Laufenden. Und vielleicht sieht man sich ja Ende des Jahres mal in einer Euride-Fahrt. Ciao!